Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Burrito Bison wurde vorgeschlagen und das sieht echt komisch aus. Guck mal, was sich dahinter verbirgt. Ich habe keine Ahnung, was genau das sein könnte. Die ganzen Videos und so weiter oder die Erklärung auf der Google Play Seite habe ich jetzt noch nicht so wirklich viel verraten. So, er geht einkaufen. Super awesome Resetters. Er möchte es bezahlen. Und dann ist irgendein komisches Geräusch und irgendwas mit Gummibären. Ah, in der Tüte Gummibären sind ganz, ganz viele böse Gummibärchen. Die klauen sich das Rezeptbuch, was er bezahlt hat. Und er will das natürlich wieder haben. Und steigt in den Ring? Hä? Ergibt das Sinn? Wohin muss ich denn? Weihnachtsgummibär, schnapp dir den Weihnachtsgummibär, der hat für kurze Zeit ein Token, für das du im Shop tolle Objekte erhältst. Tipp, um deinen Raketenschlag zu benutzen. Okay, man darf nicht auf den Boden aufkommen. 194 Meter. Wir haben irgendwas bekommen hier, irgendwie mal eins, 137 Münzen. So, guck mal wieder. Bam! Kann man uns aber ein bisschen abstürzen davon. Ich weiß gar nicht, wo meine HP sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man hier vorankommt. Hier haben wir einen Shop. Das kann man im Shop kaufen. Gummischläuche. Mehr Schwünge bedeutet mehr Verantwortung. Raketenschlag. Ermöglicht dir, den Raketenschlag öfter einzusetzen. Alles, was du berührst, lässt dich höher springen. Und das kann man halt alles später für viel, viel Dings kaufen. Wir haben auch gar keine Zutaten. Doch, hier haben wir. Öfter einzusetzen. Na, kann man den öfter einsetzen? Was denn, wenn ich so mache? Ach, es geht immer so. Ja, scheiß dämliche Bärchen. Ach, guck mal, jetzt kann man den wirklich öfter einsetzen. Und dann kriegen wir halt auch keinen Schaden ab. Bam! Oh, Money. Der war ziemlich knapp gewesen. Und wie wird der immer langsamer, ne? Pinata freigeschaltet. Aber jetzt findest du Pinatas voller nützlicher Boni. Eine Pinata. Kann man aufschlagen und da ist immer was drin. Noch mehr? Bam! Komm, knack mal das Ding. Wir haben vier Karten bekommen. Eine Chili-Bomb gibt dir einen extra Schub, wenn du ihn am nötigsten hast. 500 Münzen, 200 Münzen und 200 Münzen. Ah, ist doch nicht wenig, ne? Und wir kriegen 478 Münzen an sich so, überhaupt. Also was haben wir hier? Alles, was du berührst, lässt sich höher springen. Steigert dein Tempolimit auf die nächste Stufe. Verliere weniger Schwung, wenn du vom Boden abprallst. Verliere weniger Schwung bei der Landung auf Gummibären. Hol dir mehr Gold von den Gummibären. Erreiche eine bestimmte Distanz, um dieses Upgrade freizuschalten. Ah, okay. Mehr Schwung bedeutet mehr Verantwortung. Können wir mal kaufen. Das ist Level 1 hier. Und bis Level 9 geht das alles. Und hol dir mehr Gold von den Gummibären. Was kostet das? 1350, okay. Pancheos Pilot. Schlag dich durch, indem du ihm sein Gerät klaust und alles unter dir plättest. Ne, das müssen wir doch gleich mal mitnehmen, würde ich sagen. Haben wir noch eine kleine Rakete. Der Arme sitzt auf einer Riesenrakete fest. Hilf ihm, um höher hinaufzukommen. Bam! Tippen, alles plätten. Okay, nur für eine kurze Dauer hält das leider. Da war mein Rekord schon gewesen. Njung. Wir haben übrigens gleich das Ende erreicht. Da ist das Ende. Bam. Wir sind irgendwie durch eine Wand durch. Du kannst den Gummibärchen jetzt im Shop kaufen und aufwerten.
671 Münzen, wir können gleich mal in den Shop gehen. Hier, alles was du berührst, lässt sich höher springen, können wir uns gleich mal kaufen. Bam. Und was ist hier 4 von 14, was ist denn das? Also es zählt anscheinend für alles. Und hier gibt es halt jetzt dieser unglückselige Pirat trägt eine Bombe mitsamt, der du in die Luft und nach vorne fliegst. Und der Robbie Bier macht dich die platt und schenkt dir die Spank das Geld. Ist doch so, oder? Na sicherlich. Und ja. Hier unten, das kann ich noch nicht, okay. Wo sehe ich denn eigentlich mein Leben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wo man das sieht, das ist jetzt nicht wirklich was Dolles gewesen. Was denn, wenn ich nur so mache? Das ist trotzdem genauso gleich, glaube ich. Ja, mit den Münzen. Ja, das war wieder nicht ganz so doll. Und wie komme ich hier irgendwie immer nicht weiter, ne? Durch das Ding. Und außerdem bin ich gerade in eine Stachelfalle rein. Das war jetzt auch nicht so prickelnd. Eine Bärenfalle, nicht Stachelfalle. Ah, guck mal, wir müssen öfters die Level spielen, dann kriegt er nämlich immer weniger HP, der Gegner. Den Typen, den wir am Anfang immer... Ich bin tot, war noch nicht ganz. Den war am Anfang immer... Bam, das war nix. Den war am Anfang immer gegen die Omme springen. Jetzt seht ihr gleich, hier oben HP weniger. Bam, zweimal noch etwa. Das war nix. Auch wieder nix. Da ist eine Bärenfalle gewesen. Gut, was haben wir hier? Was können wir hier machen? Verliere weniger Schulden, wenn du vom Boden abprallst und hol dir mehr Geld von den Gummibären. Oh, halt das hier. Glitschige Lotion. Bam! Das ist wieder eine Bärenfalle, die kann man halt kaputt machen, wenn man raufjumpt. Okay. Und das letzte Mal, dass wir ihn jetzt... Batsch! KO! Ernsthaft? Dämliche Gummibärchen. Der war sehr knapp. Der ist leider weg. Die Rakete ist leider weg. Neue Gene, du kannst das neue Gen herausfordern. Na dann. Her damit, mit den neuen Gegnern. Hunderte winziger Bomben sind zu der nerdigen Abscheulichkeit verschmolzen. Was bringt mir das, ne? Was bringt mir das? Guck mal, jetzt kann ich halt... Oder vielleicht gibt ihr mir mehr Schwung. Naja, wir auch nicht.
Da muss man echt gut aufpassen. Ich verstehe nicht, warum ich da nie durchkomme. Das bringt's irgendwie überhaupt nicht. Hier ist immer Ende, ne? Ihr seht ja, hier ist auch Ende. Irgendwie hat das nicht so wirklich Sinn. Ah, kann man ja mehr Gold von den Gummibärchen, warum nicht? Der verliert nicht wirklich viel Leben, ne? Wobei das auch irgendwie gar keinen Sinn hat. Hier ist einfach nur wahrscheinlich, ja, dass man öfter spielt, den Gegner vielleicht zu killen, weißt du? Aber so viel Sinn macht es halt nicht, den töten zu wollen. Er bringt uns halt nichts. Das ergibt keinen Sinn. Einmal kann man noch. Na, er hat ein bisschen HP verloren. Boah, das war ja richtig krass. Guck mal, hier unten seht ihr, hier unten ist auch irgendwas. Ich weiß nicht, was. Ach, das ist mein Leben. Ah, verstehe. Das ist mein Leben. Die 30, 26, 25, 24. Wir kriegen sogar Schaden, wenn wir die auf die 4 hier aufjumpen. Wir müssen uns dann halt immer wieder neues Leben besorgen. Das war etwas zu spät. Nein! Pinata! Komm, ich bin vollgestopft mit Boni. Sieh dir ein kurzes Video an. Nö, möchte ich nicht. Wenn ich mir ein Video angucken muss, habe ich keinen Bock da drauf. 877 Münzen, das war nicht wenig gerade. Verliere weniger Schwung bei der Landung auf Gummibärchen. Steigert den Tempo mit auf die nächste Stufe. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Kumpel. Permanent. Ah ja, klar. Sicher, 12, 10 und wenn sich das jeder kaufen würde, nur einer, haben die so viel Geld gemacht. Und einmal noch maximal. Na komm, einmal kommen wir noch. Bin jetzt noch ein Stück schneller geworden. Jetzt sind wir bei 100, seht ihr das unten links? Jetzt sind wir bei 100. Bam! Ja, weiter kommt man dann nicht. 1,1. Warum mal 1,1? Ist ja interessant. Ich habe keine Ahnung warum. So, gibt es irgendwo ein Hauptmenü? Anscheinend nicht, oder? Ich sehe es zumindest jetzt nicht. Okay, meine Freunde. Das war's gewesen, angespielt zu Burrito Beason. Für zwischendurch sicherlich ein kleines Spielchen, aber so, ja, so langfristig fesselt mich das jetzt nicht unbedingt. Wer spielen möchte, in der Videobeschreibung die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wieder Fangen spielt. Bis dann, ciao!